Servus! Zur Halloween-Ausgabe von Ostbayern HDs Wohin am Wochenende darf ich euch recht herzlich begrüßen, egal ob nun lebend oder bereits verblichen. Okay, hast recht, alle anderen Formen von Untod sind an dieser Stelle mal gegrüßt. So, bevor wir uns aber ganz dem Thema der heutigen Ausgabe widmen, in 2 Monaten ist Weihnachten und für viele beginnt jetzt schon die Vorweihnachtszeit. Und die gehört für viele Menschen zu der schönsten Zeit im Jahr. Eine innere, sehnsüchtige Ungeduld wartet auf dieses Ereignis, das in der ganzen Welt gefeiert wird. Und so findet dieses Jahr am Sonntag, den 29.10., bereits zum 3. Mal die vorweihnachtliche Ausstellung Weihnachtsimpressionen im Amberger Kongresszentrum statt. Vorbei an wärmenden Feuerstellen, Engelsfiguren und Sternen erreichen die Besucherinnen und Besucher den Haupteingang. Sie treffen auf stimmungsvolle, dekorierte Stände, die den Weg in die Ausstellungshallen weisen. Und da gibt es dann alles, was das Advents- und Weihnachtsgemüt begehrt. Floristik, Feines aus Stoff, Holz, Metall und Glas, Deko und Kunst, Geschenkideen und natürlich Christbaumschmuck. Zahlreiche Aussteller erwarten euch. Also wer kurz vor den stillen Tagen noch etwas Einstimmung auf Kommendes gerne hat, nichts wie hin. Apropos stille Tage, sag mal Zombie Becky, was hältst du eigentlich davon, so als Beteiligte? Stille Tage? Ha! Na schön was. Weißt, die ganze Woche rennen es oben dir umeinander, Dinge pflanzen, putzen, sauber machen, herrichten und dann, wenn's die niedergelegt hast nach deinem Halloween-Ausritt, geht's los. Der Pfarrer, die Ministranten, Blasmusik, die Leute, einen ganzen Tag Radau mit Gebet und Modenschau. Ja, da ist nichts mit Ruhe in Frieden. Nein, nein, und das dann gleich 3-mal hintereinander. Ah ja, und am Rande noch ein kleiner Hinweis von mir. Das schöne Liedl, im Grabe ist Ruhe. Das könnt ihr euch fein ansporen, gell? Weil da war mir fein ein Prosit voll Leber. Da sollst nicht zum Poltergeist mutieren bei den ganzen Zinnober. Aber weil wir gerade beim Thema sind, jetzt kommen ja wieder die sogenannten stillen Tage, wo alles untersagt ist, was den ernsten Charakter dieser Feiertage stören könnte. Was haltet ihr eigentlich davon? Haltet ihr euch daran, weil ihr es wollt oder weil es quasi ein Muss ist, an diesen Tagen eher auf den Spaß zu verzichten? Schreibt uns doch mal eure Meinung direkt über Facebook unter die Kommentare. Aber keine Angst. So still werden diese Tage gar nicht. Wie ihr hier neben mir eingeblendet sehen könnt, gibt es neben Halloween-Partys vieles Unterschiedliche an Kultur und Kunst aller Art. So, jetzt waren wir gerade ein wenig katholisch und was Protestantisches haben wir auch. Und zwar den Reformationstag. Ja, dieses Mal als Feiertag, da 500-Jähriges. Rundum und um gibt es ja diesbezüglich das ganze Jahr über schon eine Menge an Veranstaltungen. Ob das jetzt dem Luther so recht gewesen war? Ich frage ihn, wenn ihn wieder trifft und wenn er mal über den Weg läuft. Jetzt zu einem etwas ernsteren Thema. Wenn jemand einen Schlaganfall erleidet, dann kann es ganz schnell passieren, dass er sich nicht mehr gut davon erholt und sich ab dann durchs weitere Leben schlagen muss oder noch Schlimmeres. Das liegt auch daran, dass manchmal nicht schnell genug geholfen werden konnte. Was man also tut, wenn es zu einem solchen Schlag kommt und wie man es am besten erkennt, das hat uns Marco Frischholz im aktuellen Sunny-Tipp gezeigt. Und ganz nebenbei haben wir noch erfahren, dass die Raiffeisenbank im Nabtal im Schönseer Land ein wichtiger Nahversorger ist. Late-Night-Shopping mit Weihnachtsmarkt. So feiert nämlich der Verbrauchermarkt der Raiffeisenwaren GmbH in Schönsee am Freitag bis 22 Uhr seinen 8. Geburtstag.
Mit Weinprobe, Musik, Essen und Trinken und 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Ach ja, um die Verwirrung jetzt nur komplett zu machen, haben wir ja am kommenden Wochenende die halbjährliche Zeitumstellung Sonntag früh. Und der einzige Vorteil an der ist, dass man wenigstens eine Stunde länger schlafen darf. Beziehungsweise das Blöde war natürlich, wenn du jetzt am Sonntag eine Verabredung hättest und du dann praktisch eine Stunde früher auf die Dacharbeit spart. Da uns ja die Zuschrift erreicht hat, meine liebe Kollegin Martina sollte mal mehr Nahrung zu sich nehmen, weil sie ausschauen würde wie ein Skelett. Also bitte, das ist doch ein Blödsinn, oder? In diesem Sinne, Servus, bis zum nächsten Mal. Und wir verdrücken jetzt Pizza Nummer 2 und dann gehen wir noch ins Kino. Na cool, was läuft denn? Es. Ah, ist es das mit dem Clown? Der Tee. Hat sicher habe ich jetzt einmal auch gesehen. Und was haben wir gemacht? Weißt du, was ich zu dir gesagt habe? Weißt du es nicht? He? Nein, nein. Geh her dazu. Weißt du, was ich zu dir gesagt habe? Zu dem Clown. Ich habe gesagt zu dem.